Hallo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu E3 2014. Wir treiben uns hier rum mit meinem lieben Gesellen Gregory the G-Onk. R. Kelly ist auch am Start. Und California, to the limit from California. Ja, und was sagst du? Was sagst du? Freust du dich? Freust du dich, bist du wieder hier in Kalifornien? Ich muss mal sagen, ich freue mich vor allen Dingen, dass wir dieses Jahr gar keine festen Termine haben. Zum allerersten Mal, wir dürfen erstens über die E3 laufen, dürfen uns alles mal angucken, als Leute, die hier einfach keinen Sack kennen. Das ist ganz toll. Ein Sack hat mich vorhin erkannt, der war von Walle. Aber ansonsten ist hier alles recht friedfertig und wir haben keine Termine. Wir laufen hier einfach nur rum und machen ein bisschen Spaß, oder? Praktisch, hier ist ein öffentliches Telefon. Da rufe ich erstmal meine Mutter an. Mutti! Geil, jetzt exklusiv auf unserem Channel die Jungs von Pete's Meat, die gibt's nur auf unserem Channel. Die haben wir sonst nirgends. Ja, nee. Alter, Beweisfilme. Was macht ihr live? Wir sind gerade live. Das ist alles live on demand. Ja? Live on demand. Hallo! Viele Leute fragen sich natürlich, wo ist dieses Jahr Valve auf der E3? Die fehlen hier einfach, die waren angekündigt, die fehlen einfach. Und jetzt lesen wir ja überall die Aufforderung, dass das Department von Valve gefeuert werden soll. Das ist einfach eine Katastrophe. Hallo Freunde, wir sind gerade bei Oculus Rift hier zu sehen. Das kennt ihr vielleicht, dieses Virtual Device. Wir persönlich können uns das leider nicht leisten, weil der Flug so teuer war. Deswegen hat der Walle seine Locus Rift dabei. Kannst du ihn vielleicht mal zeigen? Ist einfach alles 3D jetzt, ne? Ist wieder 3D. Heute zum Beispiel bin ich als Gronkh unterwegs. Also Mann, wie hast du das hinbekommen? Wie lange hast du das Kostüm gebraucht? Ich habe mich einmal 3 Stunden in Scheiße gewälzt und dann ging's. Also plötzlich. Ja, mit dem Bart, wie hast du das gemacht? Also irgendwie rasiert mal länger nicht? Das sind Reste vom Wälzen einfach. Ah. Die sind kleben geblieben. Auf das Ding hat die Bock. Und die Schuhe sind auch stylisch, ne? Sofort den Anzug kaufen, wenn ich so ein Virtual Reality sehe, wo du auch so was fühlst. Das ist dann der nächste Step. Ich weiß genau, was du dann spielen willst, aber hey, das machen wir später. Mama, ich bin schwul. Das macht nichts. Ich spiele Landwirtschaftssimulator, das ist viel schlimmer. Hier auf meinem kleinen Gerät, was aussieht wie ein Gameboy. Wir sind eine gecastete Familie, die sich gerne angrinst. Warum liegt denn hier eigentlich Stroh rum? Wieso hat denn die Kuh da drüben eine Maske auf? Ja, dann kannst du mir eigentlich mal einblasen. Liebe Kinder, als ich damals klein war, da gab es immer das Märchen vom Struwwelpeter. Und heute, wenn du dir die Fingernägel nicht schneidest, dann siehst du mich genau so aus. Boah, ist YouTube Strike, das ist super. Der Arno hält aber verdächtig lange drauf, das wird mir langsam ein bisschen... Der Arno ist ein guter Freund vom Rumpel, weißt du? Der filmt mir auch immer, der Arno filmt mir sonst auch immer... Was? Guck mal hier, wer ist denn hier? Nee, das ist doch nicht der Florian Silbereisen. Der ist doch mit der Helene Fischer zusammen. Wie geht's der Helene Fischer? Ich bin noch inkognito hier. Ich tue so, als wäre ich so ein Spieletyp und spiele mal irgendwelche Sachen, arbeite abends parallel an meiner neuen Single, meinem neuen Album, kommt im November raus, heißt Analterror im Altenheim. Ich habe mal gedacht, ich probiere mal ein bisschen was anderes. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, wir spielen gerade Pac-Man 2 und da fragt man sich natürlich, wo ist Pac-Woman? Aber sie steht ja hier.
ich ganz gut. E3, ne, kann man machen, ne? Hast du mal einen Euro? Ey, ich bin ja so ein geldgeiler YouTuber. Und damit das alles funktioniert und meine Richtung aufgeht und ich hier nicht wieder am Bordstein betteln muss, musst du hier die Videos anklicken und am besten diesen Channel abonnieren. Ja, ey, ich hab nichts in den Taschen. Also gar nichts. Weißt du? Oh doch, ich hab einen Dollar. Guck mal, hab ich heute schon gesammelt. Aber hier die Videos sind noch viel cooler als dieses Geld. Muss ich sagen. Also hier, guck mal hier.